Was haben wir denn da wieder bestellt? Ach ja, ich habe da keinen Platz für irgendwelche Pakete. Hallo, moin ihr Lieben. Ja, hier ist er wieder, der Uli von Ulis Blickwinkel mit einem neuen Video. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, was heute passiert, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das werden so vielleicht ein paar Restholzprojekte. Vielleicht ist auch hier was drin, wo ich irgendwas machen muss. Ich weiß es nicht, ne? So ist das. Mich hat auch der neue Flohmarkt, Ulis Heimwerker Flohmarkt, ne, hat mich ganz schön in Anspruch genommen. Da ist heute um 17 Uhr die erste Folge gewesen, muss ich ja jetzt sagen, weil das Video ist ja Sonntag, das heißt rückwirkend, ne? Und ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Und ja, ich weiß, dass da super coole Artikel bei waren. Und ja, mal schauen, ne? Und schickt mir ruhig weiter Artikel. Sondern gucken wir doch erstmal hier rein, was wir da haben. Jetzt fällt mir gerade was ein, was ich dringend brauchte und leer war. Ja, das ist es. Die hatte ich bestellt. Meine ist nämlich leer. Die war allerdings nicht so groß. Und damals hatte die Aldi immer in Aktion, aber schon seit Monaten nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bestellst du die woanders. Ja. Und mein Problem ist, dass das Ding immer irgendwo rumfliegt. Mal in Regale und hin und ja, was ich also brauche, dafür so ein Abroller. Da gucke ich gleich mal in meinem Lager, ob ich irgendwas habe und ich dann eine Idee kriege. Ne? Jo. Was machen wir denn sonst noch heute? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Aber was ich euch auch noch sagen wollte, vielleicht guckt ja jemand zu. Seit jetzt knapp einer Woche geht mein X-Tool S1 Laser nicht mehr. Und zwar nach getätigtem Update. Und nachdem ich das Update gemacht habe, beim ersten Mal ist das nach 50% hat das aufgehört. Dann habe ich gesagt, okay, nochmal neu. Dann hat es geklappt. Dann wollte ich das installieren. Hat auch geklappt. Allerdings weiß ich jetzt im Nachhinein, dass da eine Maske hätte kommen müssen, die vom Laser aus wohl gesteuert wird. Die kam nicht. Auf jeden Fall ist seitdem die Verbindung zum Laser weg. Und zwar die USB-Verbindung. Ja, es leuchtet vorne diese Lampe, die leuchtet lila und zwar geht die immer an, aus. Es gibt wohl auch eine Fehlerquelle, dann ist die konstant an. Und dann bin ich bei Facebook in die X-Tool-Gruppe und dann hat man mir Sachen erzählt, was ich alles machen soll, was ich alles aber gemacht habe schon, weil das steht auf der Internetseite von X-Tool, ne? Die kennen diesen Fehler und dann soll man das machen und das machen und das machen. Habe ich alles gemacht, 2 Tage lang. Und weil ich dann nicht zurechtgekommen bin, habe ich den Georg angerufen. Der Georg, mit dem habe ich 2 X-Tool-Videos gemacht. Der hat nämlich auch 3 Stück. Und dann sagt der Georg, hör mal, kein Ding, ich komme vorbei, lass mal gucken. Auch da haben wir gemacht, getan und haben es nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ärgert mich total, weil ich seit einer Woche das Ding nicht benutzen kann. Und ich habe Projekte, wo ich den Laser brauche und Sachen, auch vor allen Dingen jetzt vor der Weihnachtszeit. Ne? Ich sag mal, wenn einer von euch in der Nähe von Mönchengladbach wohnt und vielleicht sich damit sehr gut auskennt, mit X-Tool und mit Software und Tettere und mir helfen kann, melde dich gerne bei mir. Am besten schreibst du mir kurz eine E-Mail mit vielleicht Handynummer oder Telefonnummer und dann würde ich mich melden. Wäre sehr, sehr toll, weil ich möchte gerne wieder lesen. Ne? Gut, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los, machen wir weiter. Ich gehe schon mal in der Zeit in die Garage und gucke, ob ich da fündig werde. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe hier 2 Sachen gefunden. Das tun wir mal eben weg. Die Frage ist natürlich, ob das da durchpasst, ne? Ja, passt. Weil das würde auch passen. Aber ob ich jetzt hier so ein Massivholz dafür benutzen soll, weiß ich nicht. Geht preiswerter hiermit, glaube ich, ne? Ja. So, die Frage ist jetzt für mich natürlich, wo positioniere ich das? In so einer kleinen Werkstatt ist
ja, jeder Fleck irgendwie ausgeschöpft. Und jetzt wieder was Neues zu finden, wo es auch in der Nähe ist, da fällt mir gerade auf, vielleicht passt das hier. Ja, hier direkt unter der Werkbank, so zum Abreißen, wäre ideal. Hier sind die zwei kleinen Absauganlagen für die Kreissäge. Und dann muss ich mir nur was einfallen lassen, wie ich das hier befestige. Und da habe ich schon eine Idee, wenn ich hier aus Holz an der Seite etwas dran mache, was eine Öffnung hat, wo man das so reinlegen kann, sozusagen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke, so viel Fantasie habt ihr alle. Ja, doch, das müsste gehen. Also, mal eben den Marker nehmen. Würde bedeuten ungefähr hier. Da muss ich das absägen und dann habe ich erstmal das Stück, was da reinpasst. Und dann muss ich das passende Holz suchen und hier eine Seite reinmache, wo ich das so einhängen kann. So, jetzt muss ich mal gucken, ja, wo ich das mit säge. Ich will das mal mit der Eisensäge probieren. Noch ein bisschen schön machen das hier, aber das passt jetzt genau dazwischen. Und jetzt geht es darum, hier so ein, ne, wie so ein Greifer sozusagen, wo ich dann sagen kann, so plöpp, und dann kann ich die Rolle auswechseln. Oder wenn ich die Anlage leeren muss, kann ich das wegmachen und komme hier dran. Also finde ich gerade sehr ideal den Platz. So, jetzt habe ich mal die Breite des Balkens gemessen. Und zwar hiermit sozusagen zweckentfremdet. Und das ist die Breite vom Balken. Also mache ich das jetzt einfach mal so. Davon brauche ich zwei Stück. Und die werden wir jetzt mal mit der Kappsäge absägen. Für meine Stammzuschauer, ne? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich keine Brandspuren mehr habe. Ne? Ja, seitdem ich richtig säge und nicht so langsam, sondern zügig durch und ne, kabuptig. Ja, so, die kommen jetzt so da dran und dann muss ja quasi hier eine Öffnung sein, wo das Ding hier so rein kann. So, da sollte ich vielleicht dann doch mal messen, dass ich das an gleicher Stelle habe. Sag mal bei 2,5 cm. So. Ab da. Und natürlich auch bei dem anderen. So, und dann kann ich das da ansetzen. Dann muss ich das hier einmal. Das ist das Schöne, wenn man gutes Werkzeug hat. Und ein bisschen weiß,
wie man da mit umzugehen hat, ne? So, das ist jetzt quasi quasi quasi, wo das Ding reinkommt. So, dann würde ich sagen, bis hierhin. Ja, das alles ohne Plan, ne? Sozusagen, was mir gerade so einfällt, wie ich das immer so mache. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen amateurhaft hier, aber ich bin ja auch Amateur, ne? So, das heißt also, das muss weg. Und hier natürlich auch. Und dann hoffe ich, wenn das da drin liegt, dass ich das abziehen kann. Und das machen wir an der Bandsäge. So, jetzt passen die locker rein. Dann hoffe ich, wenn das so dran ist, dass das beim Ziehen nicht rausspringt, sonst muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber das wäre dann der nächste Schritt. Und jetzt wollen wir das noch ein bisschen abschmirgeln. So. Ja, jetzt müssen wir die Dinger anbringen und zwar in der Waage, gleiche Höhe. Und dann gucken wir mal, ne? Ja. Doofer Fehler. Ich habe beide so gemacht, aber eins muss ja da und eins muss ja so dran und nicht so. Das heißt, ich muss von der anderen Seite noch mal senken. Das ist aber jetzt nichts Schlimmes. Das sind so die üblichen Heimwerkerfehler. Schraubendreher. Ich habe das gekennzeichnet hier schon, eine Linie gemacht. Hält. Und dann schauen wir mal. Ja, wunderbar. Wunderbar. Jetzt kann ich immer noch gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie so ein Loch reinmache und da irgendwas noch, damit das nicht hin und her geht, aber das stört mich jetzt eigentlich nicht. Hier ist die gut aufgehoben. Ist sogar so ein bisschen überdacht, dass hier nicht so viel Dreck drauf liegt. Ja. Und wenn ich die Absauganlage sauber machen muss, kann ich das rausnehmen oder auch zum Wechseln der Rolle und wieder etwas
eine Kleinigkeit, aber wieder etwas erledigt, was ich schon lange machen wollte und keine Idee hatte. Ne? So, das machen wir auch noch ein bisschen weg, ein bisschen sauber. Judas. Ja, ihr Lieben, bevor es weitergeht mit irgendwelchen Basteleien oder anderen Sachen, kommen wir auch noch mal zu einer ganz wichtigen Sache. Viele von euch, die mich schon von Anfang an sehen oder auch die ersten 2, 3 Jahre gesehen haben, wissen, dass ich eigentlich zur Weihnachtszeit immer irgendetwas gebastelt habe. Mein erstes Projekt war für ein Kinderhospiz. Das habe ich mit dem Andreas von der Männerhöhle gemacht. Das zweite weiß ich gar nicht, war, glaube ich, für einen Kindergarten, für ein Kinderheim. Also verschiedene Projekte gemacht, viel auch in Zusammenarbeit mit einem sehr bekannten Spielwarenhersteller, mit der Firma Schleich. Und ja, dieses Jahr hatte ich eigentlich gedacht, ich habe gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Und dann hat mich aber der Taps angeschrieben und hat gesagt: Hör mal, Uli, ich mache hier eine Sache für die Kinderkrebshilfe dieses Jahr. Hast du Lust mitzumachen? Du bist der Erste, den ich anschreibe, weil du hast ja schon öfter was gemacht. Und wie sieht's aus? Ja, ich habe da überhaupt gar keine Sekunde überlegt und habe sofort zugesagt, habe gesagt: Ja klar, kriegen wir hin, machen wir. Ja, meine Gedanken gingen hin und her. Ich habe also wirklich lange überlegt, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und ja, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe auf PayPal ein Spendenkonto eingerichtet. Als Ziel habe ich mal 1000 Euro eingegeben, weil ich habe ja nun einen kleinen Kanal und der Tabs hat das Gleiche gemacht. Ich glaube, sein Ziel ist 10.000 und der ist da schon ziemlich weit vorne. Und da bitte ich euch ganz einfach, wenn ihr ein Herz für Kinder habt und wenn ihr mal 5 Euro oder 10 Euro über habt, die Masse macht es ja dann insgesamt, dann schaffen wir vielleicht auch dieses Ziel zu erreichen. Und ich werde dann dieses Geld auch an das Spendenkonto überweisen vom Tabs, dass das dann mit in den großen Pott geht. Das ist eigentlich so mein Plan. So, jetzt ist es ja so. Den einen oder anderen motiviert das, weil er selbst Kinder hat, weil er Enkelkinder hat, weil er vielleicht in seiner Familie auch mit Krebs zu tun hat. Ne? Das böse Wort, was ich eigentlich gar nicht gerne ausspreche. Aber es gibt natürlich trotzdem, habe ich mir überlegt, so einen Motivationsschub zu machen. Und da ist mir eingefallen, dass ich hier noch was im Karton habe. Und da packe ich jetzt mal aus. Einige von euch haben neulich ein Video von mir gesehen, wo ich diese Maschine getestet habe von Falkenwald. Und das ist ein Winkelschleifer und zwar der AG125 von Falkenwald. Der ist noch original verpackt, das ist nicht das Testgerät. Die, die mich kennen, die wissen ja, wenn ich sag mal so kleine Maschinen mal teste für eine Firma, dann sage ich immer, ich will mindestens 2 Stück haben, damit ich eins für die Community habe. Und ja, jetzt habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich werde unter allen Spendern, egal ob die 15 oder 100 Euro spenden oder 50 Euro, ist mir eigentlich egal. Ja, unter den Spendern werde ich diese neue Falkenwald-Maschine verlosen. Ja. Ne? Also, ihr gebt was, ich gebe was zurück, habe ich mir gedacht. Und das ist diese Schleifmaschine, beziehungsweise der Winkelschleifer von Falkenwald. PayPal-Konto für diese Kinderaktion kommt unten in die Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn aus meiner Community da auch ein bisschen was zusammenkommt. Ne? So, und jetzt geht es gleich mit einem anderen Thema weiter. Ich sage aber jetzt schon mal, danke an alle Spender. So, ich habe jetzt erstmal ein paar Sachen wieder ins Lager gebracht. Ne? Die Papierrollen, die lagen hier noch und auch jetzt die Maschine habe ich wieder weggebracht, damit ich ein bisschen Platz habe. Und ja, da ist mir diese Kiste nicht über den Weg gelaufen, sondern da bin ich fast drüber gestolpert. Die habe ich mal gebaut seinerzeit. Hier seht ihr, die die Serie kennen, ne? Den Mandalorian. Ne? Und ja, ich habe damals mal so eine Geschichte gemacht mit der Firma Canon, weil das ist Furnier, was gedruckt ist. Und das habe ich hier drauf gemacht. Und dann habe ich hier so eine Box gemacht. Ne? Hier ist so ein Mittelteil zwischen, weil ich gedacht habe, ein Bekannter von uns, der Sohn, ist absoluter Mandalorian-Fan.
Und dann habe ich gedacht, wenn ich so eine schöne Kiste baue und ich ihm die zeige, und er fand die auch ganz toll, dass er die haben möchte, ne? Habe ich gefragt, hör mal, möchtest du die haben, dann würde ich dir die schenken. Und wie Kinder so sind, wenn man sagt ja, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit, ne? Nö, sagt er. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, ne? Da habe ich gedacht, ja, was nu? Und seitdem liegt das Ding bei mir rum. So. Und jetzt kam mir eine Idee, was ich aus dieser Kiste mache. Da wird dieser Deckel nicht mehr gebraucht. Da baue ich einen neuen. Und, ja, ich muss hier ein bisschen was verändern. Was ich daraus baue, sage ich euch noch nicht, ne? Guckt einfach zu. Ist eine Kleinigkeit, will ich hoffen. Und wird dann auch hoffentlich benutzt. Also, bis gleich. Es geht los. So, jetzt muss ich quasi einen neuen Deckel machen. Ne? So, der Deckel war ja hier so drin. Jetzt könnte ich natürlich sagen, so, ich schneide den hier durch und dann habe ich einen Deckel. Aber ich möchte das eigentlich nicht kaputt machen. Vielleicht kann ich das irgendwann nochmal verwenden. So, jetzt habe ich hier mir ein Stück Holz geholt. Im Grunde ist es ein Laminat. Aber das ist ein bisschen zu dick. Und wenn das genauso wäre an der Seite wie an der Seite, dann würde das gehen. Und deswegen werde ich das jetzt mit der Kreissäge abtragen.
So, ich wollte euch jetzt nicht langweilen mit Sägen der Kanten hier. Und jetzt müsste das passen. Ja. Und jetzt kommt hier ein Loch rein. Und da kommt wieder so ein Ding zum Hochziehen. Das machen wir noch. So. Da muss das Loch hin. Dann wollen wir mal das Loch bohren. So, Forstnerbohrer, 30 mm. So, das haben wir auch erledigt. Das kommt jetzt hier rein. Zack. Ja, das hier rein. Und vielleicht spätestens jetzt wissen einige, was ich daraus gemacht habe. Genau. Ein Maischenkasten, ne? Für die Maischen. Ja, weil man muss den ja öffnen können, damit, wenn die Brutzeit vorbei ist und die das verlassen haben, dass man den wieder sauber machen kann, ne? Das Wohnzimmer von den Maischen. Ne? So, und das ist ein 30er Loch. 30er Loch ist genau richtig für so Kohlmaischen und so weiter. Das kann man nachschlagen bei der NABU, ne? NABU Naturschutzbund. Da steht das immer drin, aber das ist ja auch nicht mein erstes Maischenkästen. So, also ich habe mich entschlossen, hier kommt noch was drüber, so eine Art Dach. Das werde ich einfach mit zwei Schrauben fixieren. Und wenn die Saison vorbei ist, dann mache ich die Schrauben ab und dann kann ich hier nachgucken. Erstens, ob was drin war und zweitens, ob ich es sauber machen muss. Ne? Und dann brauche ich hier auch nicht einen Knopf machen, weil ich kann das ja einfach so dann öffnen. Ne? Also, noch ein kleines Dach drauf und dann ist der im Grunde schon fertig. Den werde ich dann noch abschmirgeln schön. Dann werde ich den von außen noch mal ölen. Und ja, der kommt an meine Werkstatt und da ist das Stück ist überdacht, wo der hinkommt. Das heißt also hier mit Regen und so werde ich kein Problem haben. Ne? Nur für die Kritiker unter euch, die sagen, ja, das wird doch alles nass und so. Ne? Nee, also das wird schon werden. Und ganz ehrlich, wenn das Ding 2-3 Jahre hält und dann ist es im, ne? Dann baue ich ein neues. Ich muss ja immer was zu tun haben. Ne? Jo, also jetzt erstmal gucken, was wir da für ein Dach drauf machen. Jetzt habe ich das gleiche Material genommen, was wir für den Kuhstall genommen haben. Und das habe ich jetzt hier zurechtgesägt. Das habe ich jetzt ohne euch gemacht, weil ich will euch ja nicht zu sehr langweilen. Ne? So, bündig hier mit der Kiste. Und jetzt kommen hier zwei Löchlein rein und zwei Schrauben, damit das fest ist. Ja. Und dann ist das Ding bis auf Ölen eigentlich fertig. Ich liebe es so Upcycling zu machen, also Dinge nicht wegzuschmeißen, sondern zu benutzen. Ne? Aber dann wollen wir da mal vorbohren. Damit mir da nichts wegplatzt. Ach komm, das muss gehen. Das wird jetzt noch ein bisschen geschmiergelt, abgeschmiergelt und dann geölt. Und ja, es ist kein Stäbchen dran. Viele meinen, sie müssten da noch so ein Stäbchen dran machen, dass die Vögel sich da reinsetzen. Nein, das sollte man nicht machen. Die Maischen brauchen das nicht. Aber andere, größere Vögel, die hier räubern wollen, die brauchen das. Also kein Stäbchen.
So, jetzt kommt wieder die Ölung, ne? Natürlich wieder von meinem Partner Heliacare, das Außen- und Terrassenöl, und zwar Bioöl. Das habe ich immer in dem großen Ding hier drin, weil ich ja meistens draußen größere Sachen ölen muss. Und da werden wir das jetzt mal außen noch schön behandeln, schön einziehen lassen. Dann lasse ich das hier auch stehen, damit das schön trocknet. Ja, und natürlich ist die Nistzeit jetzt vorbei, aber viele Vögelchen suchen auch etwas zum Überwintern. Ne? Weil, ja, auch denen ist kalt, nicht nur mir. Ne? Außer die Vögel, die, sag ich mal, mit der Temperatur nichts zu tun haben, so wie der Helmi. Weil der Helmi steht ja bei mir in der Werkstatt auch bei 5 Grad mit Shirt. Ja, abgehärteter Junge, der liebe Helmi. Ne? So. Das wird großzügig hier geölt. Und das mache ich dann morgen nochmal, bevor das irgendwo hinkommt. Werden von allen Seiten natürlich. Ne? Also auch das, was ich nicht zeige, wird nicht vergessen. Ja, ihr Lieben, das war es mit dem Video. Ne? Ich habe heute jetzt nicht die riesen Dinger gebastelt, wo jeder drauf gewartet hat. Das weiß ich, aber das kann man auch nicht jeden Sonntag machen. Ne? Aber es gab einige Informationen, um da nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Der Flohmarkt, der erste Flohmarkt war super erfolgreich. Es wurden 10 Maschinen eingesandt und ich weiß noch nicht, welche verkauft sind. Aber diejenigen, die etwas annonciert haben im Flohmarkt, dann sagt mir doch Bescheid in den Kommentaren mal, ob verkauft ist. Ja? Und ja, die etwas zu verkaufen haben, ne? Also Maschinen, die jeder Heimwerker und Handwerker gebrauchen kann. Natürlich, wenn ihr jetzt, sag ich mal, ihr habt jetzt Stemmeisen, und zwar ein ganzes Set, also irgendwie 5, 6 in einer Verpackung, so, das könnt ihr mir auch schicken. Nur nicht ein Stemmeisen oder einen kleinen Hobel oder eine Zange oder ein Schraubenzieher, sowas bitte nicht. Aber wenn das so komplette Sachen sind, ne, oder wenn einer einen Kreisschneider über hat oder solche Sachen, die, wo ihr wisst, ja, die werden gesucht und nicht jeder hat sowas, auch das könnt ihr mir schicken. Ne? Vielleicht haben wir dann für nächste Woche Mittwoch wieder einen Flohmarkt, wo ja 10 Artikel oder mehr eingestellt werden. Also, wer sucht, der findet, ne, sozusagen. Und ich freue mich auf eure Zuschriften. Und das bitte wieder an meine E-Mail-Adresse, die ich unten einblenden werde. Ne? ulis-heimbergerflohmarkt.de, glaube ich. Also, ich muss mich auch erstmal die E-Mail-Adresse gewöhnen. Was gibt es noch zu sagen? Ja, wer ein paar Euro über hat, ne, guckt auch bitte unten in die Verlinkung von der Spende für die Kinderkrebshilfe. Ich würde mich freuen, wenn da was passiert und wenn wir vielleicht unser Ziel gemeinsam erreichen. Jo. So, jetzt zum Schluss aber kommt noch was in puncto Werbung. Ich will euch da nur mal drauf aufmerksam machen. Ich habe ja heute wieder Klamotten an von meinem Partner JP1880. Das Ding ist richtig warm, das ist schon fast so warm. Wir haben hier 12 Grad in der Werkstatt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwitze. Ne? Also das wird sehr wahrscheinlich dann auch für den Winter richtig cool sein. Und ja, JP1880 hat im Moment so Black Friday Angebote, teilweise bis 50% Rabatt. Ja, also guckt einfach mal rein auf die Internetseite. Ende des Monats kommt dann nochmal etwas Besonderes, das gebe ich euch dann auch bekannt. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und ja, ich bin fast bei 8000. Ihr wisst, bei 8000 Abonnenten geht ein fetter Preis raus und zwar aus 2 Preisen könnt ihr euch einen aussuchen. Weil nicht immer, wenn man nur einen Preis hat, auch wenn der gut ist, kann das jeder gebrauchen. Aber wenn ihr aus 2 auswählen könnt, ist es vielleicht interessant. Ne? Also kräftig abonnieren, liken und so weiter. Bis zum nächsten Video. Vielleicht sehen wir uns ja am Mittwoch zum nächsten Flohmarkt wieder. Bis dahin, euer Uli.